Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Morrel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play Kerbal Space Program. Ja, wir werden mal weitermachen an dieser Stelle und wir werden mal schauen, was es für verfügbare Verträge es gibt. Wobei ich glaube, hatte ich da nicht letzte Woche, letzte Folge auch schon geguckt. Ich bilde mir ein, ja, hier gab es eigentlich nur die ganzen Testmöglichkeiten, dass man irgendwelche Sachen testen können, den Rocomax-Brenndeckkappler, der für unsere Rakete noch viel zu groß ist. Das nützt gar nichts, wenn wir den testen. Ansonsten haben wir das Ziel, den Orbit von Kerbin zu erreichen. Das werden wir natürlich als nächstes mal angehen. Dazu, ich weiß noch nicht, Moment, wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir hier die Gebäude ein bisschen aufwerten, zum Beispiel das Launchpad. Da können wir anstelle dann von 18 Tonnen wie bisher eine Rakete draufstellen, die 140 Tonnen sogar wiegt. Das machen wir auch direkt. Da verändert sich auch direkt das Aussehen des, in einen Anführungsstrichen, Gebäudes. Hier werden wir das vielleicht auch noch direkt machen. Für 225.000, fast die Hälfte von dem, was wir noch haben, können wir dann nicht nur 30 Teile verbauen in einer Rakete, sondern auch 255 Teile. Das macht eine Menge aus. Das holen wir uns auch noch. Können wir sonst noch irgendwas verändern? Das ist eigentlich immer noch ganz sinnvoll. Weiß ich aber noch nicht, ob ich es jetzt direkt schon holen möchte. Oder... Na, das brauchen wir noch nicht unbedingt. Das brauchen wir als recht nicht. Was ist das hier? Wir könnten dann 12 anstelle von bisher 5 Kerbals engagieren. Das nützt uns allerdings jetzt persönlich eher weniger. Was, zumindest aktuell. Aber was vielleicht interessanter ist, Kerbals can only disembark on Kerbin. Also die können nur auf, oder... Ja, auf Kerbin aussteigen, solange sie auf Kerbin gelandet sind. So können sie überall aussteigen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Denn sie können generell EVAs machen oder EVAs. Und das heißt so viel, dass sie halt das Raumschiff auch verlassen können und so weiter, dass die jetzt die entsprechenden Raumanzüge haben. Das wäre eigentlich noch ganz sinnvoll. Dann könnten wir sie nämlich auch im Orbit aussteigen lassen und dann können sie dort nämlich auch weitere Forschungspunkte für uns sammeln. Das ist eigentlich eine sinnvolle Maßnahme, das holen wir uns auch mal direkt. Und sie könnten sogar Flaggen platzieren. Das ist jetzt vielleicht auf Kerbin noch nicht ganz so interessant, aber so langfristig, wenn wir mal Richtung Mond denken, da wäre das eigentlich schon ganz praktisch, wenn wir dann natürlich auch dort direkt eine Flagge aufstellen können, um zu markieren. Ja, wir waren da. Nicht, dass es später heißt, nee, nee, ihr wart ja gar nicht da. ja, also das werden wir auf jeden Fall noch holen. Jetzt wird's Geld langsam knapp. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt eine entsprechende Rakete zusammenstellen können. Ich guck mal kurz. Wir werden nochmal die alte laden. Ach ja, ihr seht, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was verändert. Ich habe eine Mod installiert, die ungefähr ausdrückt, einen ungefähren Überblick darüber gibt, wie hoch wir steigen können mit der aktuellen Rakete. Wobei sie nichts über die Höhe in dem Sinn aussagt, aber je höher der Wert hier ganz oben ist, desto weiter kommen wir mit der Rakete. 3600 ist jetzt nicht ganz so viel, also ich weiß noch nicht, ob das reicht. Ich glaube nicht, nee, das reicht nicht, um den Orbit zu erreichen. Da müssen wir noch ein bisschen was dranhängen. Aber mit der Mod können wir zumindest das auch gut testen, was hier was bringt und was nicht. Das erspart uns fürs Let's Play auf jeden Fall eine Menge Zeit. Jetzt können wir zum Beispiel testen. Aktuell sind wir bei 3,6 Delta V in der höchsten Stufe. Wenn ich jetzt hier noch drei Tanks draufsetze, sind wir bei 3,8. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Das reicht, glaube ich, immer noch nicht. Also ich glaube, so 4.000 bis 4.200 brauchen wir schon, um den Orbit zu erreichen.
Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das am besten anstellen. Wir könnten natürlich auch, wartet mal, wir stellen das mal komplett um. Wir setzen mal, wo haben wir es denn hier, einen Stack-Decoupler ran. Dann setzen wir darunter eine Rakete, besser gesagt erstmal einen Tank natürlich. Und an diesen Tank kommt natürlich dann ein Triebwerk ran, wobei ich jetzt zu dem hier tendiere. Ja, ich überlege, ob das hier noch zu lang ist, sonst für die Rakete. Es ist schon eine ganz schön hohe Rakete, was zu Instabilität führen kann. Ja, aber wir probieren es einfach mal. Wir wären jetzt bei 3000 Delta V und wenn ich jetzt die noch ransetze und das dementsprechend noch alles verändere, müssten wir auf vielleicht etwas mehr kommen. Dazu müssen wir aber auch hier die richtige Reihenfolge beachten. Also erst das. Und dann werdet ihr abgekoppelt. Jawohl. So. Und dann wirst du gezündet. Und dann kommen wir schon auf 4-3. Das könnte eventuell schon reichen. Das müssten wir jetzt mal testen. LVT45, okay, das sind die Triebwerke, die in der Atmosphäre auch oder generell auch ein bisschen stärker zur Stabilität der Rakete beitragen. Ja, ich würde das mal speichern. Safe. Und dann testen wir diese Rakete natürlich einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie es von der Stabilität diesmal aussieht, ob wir wieder abknicken oder sonst irgendwie was machen. Oder ob wir das diesmal relativ. Es fängt ja schon mal gut an. Ist die irgendwie schief gebaut oder wieso knickt die da zur Seite ab? Vielleicht weil sie zu hoch ist. Wir probieren es einfach mal. Also was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Und Jebediah als recht nicht. Jebediah muss dadurch natürlich. So. Wir versuchen mal auf die 2000, Quatsch, 200er Meter die Sekunde Grenze zu gelangen. Nicht zu schnell werden. Und ich habe mir mal überlegt, um die Stabilität vielleicht zu erhöhen, wir werden mal auf mindestens 20.000 Meter hochsteigen, bevor wir dann zur Seite wegknicken. Das könnte die Stabilität generell ein bisschen erhöhen. Müssen wir mal gucken. 6000 Meter haben wir natürlich schon. Jebediah freut sich wie immer. Ja, dem ist, glaube ich, der freut sich einfach nur, dass wir abheben. Hinten sieht man im Hintergrund schön die Berge. Und das ist auch eine der Sachen, die mir eigentlich hier auch so gut gefallen. Also, dass hier wirklich auch eine ausgeprägte Landschaft ist, dass man auf den Bergen zum Beispiel natürlich ganz schwer landen kann. Ist halt keine Stabilität weiter da. Und dass man dann natürlich zum Beispiel auch wenn man dann irgendwann auf den Mond will, dass man da gucken muss, dass man ein dementsprechend flaches Gebiet auch findet, wo man dann gut aufsetzen kann mit der Rakete. So, wir sind jetzt bei 20.000 Metern. Ich denke, ich habe die Tendenz, noch mehr zu steigen. Einfach nur zur Sicherheit. Nicht, dass wir dann jetzt gleich wirklich wieder zur Seite wegknicken. Okay, das müssen wir alles hier ein bisschen Auge behalten. Das ist gar nicht so einfach hier. Wir stoppen mal kurz, drehen die Rakete ein bisschen zur Seite rum. Und mal schauen, wie es dann ist, wenn ich jetzt hier. Ja, ich glaube, wir haben Stabilität. Kann man das so sagen? Ja. Das hat erstmal soweit geklappt. Gleich. Alt. Ja, das war's schon mit der Stabilität. Nein, aber es geht eigentlich. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass wir auch wirklich in den Orbit kommen. Das heißt, zum einen weiterhin steigen. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt schaffen werden. Einfach mal testen natürlich. Was. Und. Aktuell haben wir eine prognostizierte Höhe von jetzt inzwischen gleich 70.000 Metern. Das ist eigentlich dann im Orbit schon. Jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir genug Treibstoff haben, dass wir dann auch den Orbit direkt erreichen. Also wir werden erstmal ein bisschen höher steigen und vielleicht so auf, naja, 67, 68.000 Meter und dann geben wir natürlich wieder hier Vollgas.
dass wir jetzt hier wirklich auch diesen Orbit eventuell erreichen. Das wäre natürlich jetzt wünschenswert. Die Musik setzt ein, das sagt immer aus, okay, wir sind jetzt im Weltraum, aus der Atmosphäre draußen. Und jetzt geht es eigentlich noch darum, dass wir diesen Scheitelpunkt nicht zu schnell erreichen. Wir wollen jetzt eigentlich oder brauchen erstmal eine gewisse Zeit, um jetzt von der Umlaufbahn groß genug zu werden, dass wir in den Orbit kommen. Wenn wir jetzt den Scheitelpunkt zu schnell passieren, sinken wir natürlich irgendwann wieder runter und müssen das theoretisch dann wieder ausgleichen, indem wir jetzt den Schub nicht in die vertikale, ist das ein vertikale, nee, horizontale bewegen, sondern dann wieder in die vertikale nach oben sozusagen. Jetzt zum Beispiel. Und dann seht ihr, der Scheitelpunkt erhöht sich gleich wieder und rutscht dann wieder vor uns hin. Ja, aber es kostet halt alles Schub. So. Und ich glaube, das wird wirklich eng. Also, dass wir das erreichen, das war noch vielleicht zu wenig an Treibstoff, was wir dafür dabei haben. Ich hatte noch versucht, eine andere Mod zu installieren, mit der der Start etwas leichter fallen könnte. Leider ist sie für die aktuelle Version noch nicht ja, verfügbar. Ist nur für die Version 1.0 verfügbar und wir spielen auf der 1.02 und da funktioniert die nicht wirklich. So, es sieht aber gut aus, kann das sein? Ich glaube, wir erreichen gleich den Orbit. Aber der Sprit ist auch gleich alle. Es wird wirklich eng. Ich hoffe, wir kommen dann noch wieder runter. Das wäre sonst schade. Alter, stopp. Nee, stopp. Alter. Falsche Taste gedrückt. Etwas zu lange Schub gegeben. Ja, wir haben ein bisschen Treibstoff haben wir noch. Aber wir haben das Ziel erreicht. Wir sind im Orbit drin. Yeah. Wir kommen dafür auch gleich. 68.000 Credits gut geschrieben. 12 Forschungspunkte kriegen wir dazu. 30, na, ich sag einfach mal Fame dazu. Also, wie sagt man, Berühmtheit oder sonst irgendwas. Ist ja Fame im Endeffekt. Ja, okay. Ansehen. Ist, glaube ich, die korrekte Übersetzung vielleicht. So, also wir haben jetzt ein besseres Ansehen. Bei wem auch immer. Bei Tante Emma. So, jetzt können wir ja jetzt neu auch unser Raumschiff verlassen. Erstmal sammeln wir Forschungsdaten, falls wir hier noch was mitnehmen können. Ja, 5,5 Punkte würden wir hier bekommen. Was würden wir dort bekommen? So. Ja, ein bisschen zumindest noch. Okay. Besser als nix. So, gibt Data. Was kriegen wir hier noch? Kriegen wir noch für den Crew Report irgendetwas? Ne, gar nicht mehr. Okay. So, dann mache ich mal kurz einen Quick Save. Und dann lassen wir den Jebediah mal aussteigen. Der hat sich gerade schon in den Helm gerückt. Der freut sich schon. Jetzt geht's gleich los. Zack. Und da ist er außerhalb des Raumschiffes. Yeah. Ich würde jetzt, also man kann ja auch dann loslassen und so rumfliegen, würde ich jetzt persönlich ungern machen wollen, weil das ist teilweise ein Erlebnis, dann wieder hier ja, docken ist es ja dann nicht, aber hier wieder die Lettern zu erwischen und so weiter und so fort, dass er sich festhalten kann. So, aber er kann jetzt ein EVA-Report machen. Und dafür bekommen wir nochmal 8 Forschungspunkte, wenn wir den nach Hause bringen. Oder übermitteln, das geht natürlich auch. So, den hätten wir. Und dann kann er wieder auch einsteigen mit B. Jawohl, und dann ist er wieder drin. Und da hätten wir sozusagen unsere erste Außenbordmission im Weltraum absolviert. Ein Traum, wunderbar. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie auch wieder auf Kerbin zurückkommen und am günstigsten machen wir das von diesem Scheitelpunkt hier aus. Das heißt, wir müssen jetzt einmal hier um Kerbin herum, ja, fliegen, gleiten, wie auch immer. Denn von diesem, nee, wartet mal, von dem Punkt muss ich das machen. Ja, nee, 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 von dem Punkt, genau. Also wir müssen jetzt zu dem weitesten Punkt, damit wir den nächsten Punkt möglichst schnell nach unten bringen können. Durch Gegenschub natürlich. So. Ja, so muss das sein. Okay. Dann probieren wir das natürlich direkt auch mal. Wir müssten. Wo habe ich den Treibstoff? Ach, da.
Ja, wir müssten eigentlich versuchen, hier irgendwie wieder runterzukommen. Ich überlege noch, ob wir noch ein bisschen warten, dass wir vielleicht hier sogar in der Nähe landen, aber obwohl, das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache nur nicht im Gebirge. Dann selbst das wird noch spannend. Na, wir gucken mal. Wir geben mal vollen Schub. Gucken, was passiert. Und es kann natürlich sein. Ja. Dass wir jetzt hier mitten im Gebirge landen. Also das wäre zwar meine Wunschposition, aber bis dorthin werden wir es nicht schaffen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Notfalls haben wir einen Quicksave gemacht, dann können wir nochmal laden. Den Quicksave hatten wir gemacht, bevor er ausgestiegen ist, glaube ich. Das heißt, er müsste dann nochmal aussteigen, den Rest haben wir aber schon soweit. Hier würde ich gern landen. Hier ist reines Wasser, das wäre doch perfekt. Kommen wir vielleicht durch. Sieht schlecht aus. Also ich befürchte, wir werden hier mitten im Hügelgebiet landen. Gucken wir mal. Wir können erstmal die Stufen natürlich abtrennen. Die brauchen wir nicht mehr. So. Und die Rakete schon mal ungefähr ausrichten. Dass wir dann mit dem Hitzeschild natürlich zuerst in die Atmosphäre eintauchen. Okay. Ich hatte gerade eigentlich mein Mikrofon stumm schalten wollen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Ich glaube, wir haben auf das den Gegenstand umgeschalten. auf das, was wir gerade abgesprengt haben. Das will ich nochmal testen. Tatsache. Okay, die Tastenkombination, mit dem ich mein Mikrofon stumm schalte, um mich zu räuspern, lässt uns zu anderen Teilen wechseln. Och, naja. Ungünstig. So, wir beschleunigen mal die Zeit. Und ich hoffe mal, wir schaffen es irgendwie vielleicht doch noch ins Wasser rein. Wobei wir relativ langsam nach unten gehen. Man sieht es schon. 50.000. Wir werden mitten im Gebirge landen. Ich bin mal gespannt, ob Jebediah dann sich immer noch so freut. Wie ein kleines Kind. Vielleicht kommen wir auch über das Gebirge hinaus, aber es wird knapp, glaube ich. Weil jetzt wird gleich der. Genau. Jetzt wird's gleich spannend werden. Ich könnte notfalls versuchen, den Fallschirm so spät wie möglich zu zünden. Obwohl, es sieht, glaube ich, noch gut aus. Also ich glaube, wir gehen auf jeden Fall über das Gebirge hinaus. Ist natürlich die Frage, wo wir dann hier landen, ob es gerade sehr uneben ist oder so. Aber es ist ja schon mal gut, dass es nicht direkt im Gebirge ist. Vielleicht wird es ja da die grüne Wiese. Das wäre natürlich wünschenswert. Dass es eine möglichst ebene Fläche ist. So. Jebediah drückt uns die Daumen. Eigentlich steuert er das hier ganz her. Wir schauen hier eigentlich nur zu. Wir machen ja gar nichts hier. Wir legen ja nur die Füße hoch. Also, wir müssen erstmal ausgleichen. Oder Jebediah muss das erstmal machen. Und 1400 Meter. Die Sekunde sind wir jetzt noch schnell. 1300. Die Kapsel schwankt ein bisschen hin und. Nein. Schwankt ein bisschen hin und her. 1000 Meter die Sekunde gleich nur noch. Jetzt kommt es in einen ganz angenehmen Bereich. Gleich nur noch 800 Meter. 700 Meter. Und ich glaube, wir haben es schon geschafft. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Geschwindigkeit noch ein bisschen runtergeht. Nicht, dass wir unseren Fallschirm dann abreißen, wenn wir den zu schnell zünden. Wobei ich glaube, jetzt das könnte schon soweit passen. So, da ist er draußen. Und da freut sich Jebediah, dass der Fallschirm noch an der Rakete, an der Kapsel dran ist. Und dass er jetzt wieder Richtung Kerbin nach unten sinken kann. So, dann beschleunigen wir natürlich erstmal wieder die Zeit. Der Landevorgang, das dauert eh immer fast mit am längsten oder auch sehr lange auf jeden Fall. So. Und theoretisch, naja, wir könnten. Ich habe gerade überlegt, ob wir nochmal aussteigen hier auf dem Kerbin. Müssten dazu aber erstmal die bestehenden Forschungspunkte übersenden, übermitteln. Ich schau mal, ob wir das direkt machen können. Coolport Review. Obwohl, Coolport können wir auch noch hier nehmen. Hier waren wir ja noch nicht.
Reviews.data. Ich weiß nicht, wie viel Energie das verbraucht. Wir können es einfach mal testen. Transmit. Naja, reicht nicht. Schade. Und deswegen kriegen wir jetzt nicht die volle Punktzahl, die vollen Forschungspunkte. Aber jetzt können wir zumindest hier unten auch noch einmal die Daten einsammeln, indem wir ihn nochmal aussteigen lassen. Und es scheint nicht ganz eben zu sein. Ich bin mal gespannt, ob die Kapsel zur Seite kippt. So, Zeit langsamer. Und dann nähern wir uns. Ja, scheint zu funktionieren. Okay. Nochmal kurzer Quicksave. Das ist immer ganz wichtig hier. Dann machst du nochmal ein EWE. Und genau. Keep Data. Und dann kannst du auch wieder einsteigen. So. Und dann können wir eigentlich die Kapsel auch schon bergen lassen. Mal sehen, wie viele Forschungspunkte wir jetzt haben. Ob es schon für den nächsten Forschungszweig reicht oder nicht. Ja, 73 Forschungspunkte inzwischen. 25,2 haben wir verdient. Wunderbar. Und ich glaube, durch den Orbit haben wir auch noch mal ein paar Forschungspunkte dazu bekommen. 217.000 Credits haben wir jetzt. Es gab schon nur noch 52,3% ja, der Rakete oder des Werts der Rakete, die wir gelandet haben. Also, ich glaube, ich der geringste Wert, den wir bisher hatten. Jebediah hat einen Erfahrungspunkt wieder dazu bekommen. Wunderbar. Und ich glaube, jetzt hat er schon mehr Fähigkeiten. Jetzt kann er, glaube ich, schon ein bisschen besser selber steuern auch. So, wir gucken uns erstmal die Forschung an. Wichtig oder interessant sind natürlich auch solche größeren Raketen, die kosten allerdings gleich 90 Forschungspunkte, das können wir uns noch gar nicht leisten. Das könnten wir uns holen, um die Stabilität etwas zu erhöhen. Was haben wir noch zur Auswahl? Ja, ist die Frage, nehmen wir Batterien und vielleicht ein Thermometer? Ich glaube ja, wir nehmen erstmal das. Komm, das machen wir mal schnell. Und jetzt werden wir mal kurz was testen, und zwar die speichern wir mal, sagen dann neues Flugobjekt, setzen einen Pod, setzen einfach mal vorsichtshalber auch gleich sowas noch mit dran. Und zwar ist das jetzt, naja, es ist jetzt nicht wirklich Bug-Using, aber es ist eigentlich wirklich nur Sammeln von Daten, was wir jetzt gleich machen. Und zwar habe ich vor, ach, hier haben wir das, okay. Hat schon überlegt, weshalb ich die anderen Daten nicht angezeigt bekommen, weil ich hatte den Mod früher schon mal irgendwann installiert. Aber wir müssen das noch immer an die Rakete mit ranbauen. Okay. So, jetzt wollte ich das hier noch mit dran setzen, falls es da noch Daten gibt. Und dann natürlich auch noch ein Thermometer. Naja, warte mal, machen wir mal so. Und dann starten wir einfach nur mal dieses Nichts. Diese Kapsel mit ein paar Datenträgern oder ja, Forschungsteilen. Jetzt können wir hier nämlich erstmal sagen, okay, Temperatur messen. Ja, gibt 2,4 Forschungspunkte. Hier können wir nochmal gucken, ob hier noch Daten übrig sind. Jawohl, 3 Forschungspunkte gibt es dafür. Dann holen wir die natürlich hier drüben auch gleich nochmal mit. Und so. Und hier können wir auch nochmal gleich gucken, ob es hier auch noch was gibt. Jawohl, und dann haben wir schon bedeutend mehr Forschungspunkte hier. Crew Data können wir immer noch auch noch machen. Er kann aussteigen auch. Er könnte jetzt hier vielleicht nochmal was sammeln. Weil Flying over Kerbin Shore. Das macht er ja nicht wirklich. Ah, okay. Das liegt daran, weil er auf der Leiter steht. Das heißt, ich lasse den mal einsteigen. Haben wir noch genug Energie? Ah, gut, wir haben keine Dings. Schade. Aber er könnte vielleicht noch. Sorry. Aber er könnte vielleicht noch, dass ihr das auch gleich mal seht, dass die auch draußen rumlaufen können. Wir könnten jetzt mit ihm hier langlaufen. Wo geht's denn hier runter? Kann er das hier schon? Nee. Also eine Flagge könnte er jetzt schon setzen. Bringt jetzt vielleicht nicht ganz so viel. Ja, jetzt rennt er schon. Das wird vielleicht ein bisschen dauern. Er soll eigentlich nur eine kleine Probe sammeln, dass wir. Na, das ist hingefallen, oder? Okay. Wo kriegen wir denn die Probe her? Das gab es doch hier auch in der Nähe.
Man kann von dem gesamten Gebiet hier nochmal überall separat Daten sammeln. Ich weiß nicht, ob das gerade das Interessanteste ist für euch, aber ich mache es jetzt hier einfach mal. Zum Beispiel, ja, also wir, zumal wir einfach auch diese Forschungspunkte natürlich auch brauchen. Wobei es grundsätzlich, muss ich jetzt schon gestehen, glaube ich, interessantere Wege gibt, Forschungspunkte zu sammeln. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Junge, wie weit musst du denn wegrennen davon? Das war doch sonst nicht so weit. So nicht. So wieder zurück. FAA-Report vielleicht dort hinten irgendwo. Ich glaube, hier kommen wir gleich in ein Gebiet, das auf jeden Fall ein etwas anderes ist. Na, das Stückchen laufen wir jetzt auch noch. Das müssen wir dann zwar auch alles wieder zurücklaufen. Glaube ich zumindest. So, kann er jetzt hier? Nein, kann er immer noch nicht. Vielleicht dort unten. Jetzt überlege ich, was ich mache, wenn es dort unten nicht geht. Ob wir weiterlaufen? Bisschen noch? Nein. Wie weit sind wir denn jetzt schon weg? Ach, ganz schön. wir setzen jetzt einfach mal eine Flagge, dass wir hier überhaupt was gemacht haben. So. Wir waren hier. So. Ein Stückchen laufe ich noch. Ein ganz kleines Stückchen. Notfalls könnt ihr ja vorspulen im Video. Ist ja bei euch, wenn ihr es guckt, ist, ihr habt ja immer die Möglichkeit dazu, Passagen zu überspringen. Ich will es auch gar nicht mehr so weit laufen hier. Schade, ich dachte, es geht irgendwie. Ach komm, jetzt rennen wir wieder zurück. Oder besser gesagt, wir gehen auf Recover Vessel. Dann wird er erstmal geborgen. Unser Raumschiff steht immer noch da. Das werden wir gleich bergen lassen. So. Und Recover. Und dann kriegen wir das auch alles. Da sparen wir uns ein bisschen die Zeit. Jawohl. So. Da haben wir jetzt wieder mehr Forschungspunkte. Und die können wir natürlich auch direkt wieder mit einsetzen. Und dann glaube ich, holen wir uns das hier als nächstes, oder? Was hat man hier nochmal? MeshJab 2. Ich hatte es installiert, ja. Also ich wollte diesen MeshJab installieren. Vielleicht geht der jetzt doch. Ich war der Meinung, der geht nicht. Bin ich mal gespannt. Jetzt tendiere ich doch dazu, das hier zu installieren. Machen wir mal. Und ja. Sieht aber auch doof aus, wenn es hier die ganze Zeit dann so leuchtet. Ich mache die Flagge doch wieder weg. So, haben wir noch Zeit? Naja, eigentlich nicht mehr so richtig. Wartet mal, aber wir lernen mal ganz schnell. Das will ich noch mal kurz mit euch gemeinsam probieren. Wir haben hier die Rakete. Die war ja ganz erfolgreich. Die kam ja bis in den Weltraum hinaus. Noch mal speichern und dann mal auf Launch. Nein, ach, schade. Vergessen. Wir mussten ja noch Teile dazu bauen. Wir gehen nochmal zurück in den Baumodus und müssten ja jetzt hier theoretisch irgendwelche Teile dazu setzen können. Genau. Also da können wir einmal das hier mit dran setzen. Ich tendiere dazu, das hier mit reinzusetzen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Kann man das irgendwie zentral setzen, dass da kein Ungleichgewicht in der Rakete entsteht? Nicht so richtig wahrscheinlich. Ein Drehen bringt auch nicht so wirklich was, rastet nirgends ein. Naja, wir machen es erstmal so. Wohl können wir das nochmal anders drehen? Nee. Hier so vielleicht. Okay. So machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich setze es doch lieber hier hoch. Oder hier draußen dran. Moment. So. Und dafür können wir auf der anderen Seite, was wiegst du denn? 0,0. Okay, du störst doch nicht mal. Hatten wir doch hier auf der anderen Seite oder für die andere Seite das hier. So, was wiegst du? 0,005. Okay, du wiegst zumindest ein bisschen was. Setzen wir hier mal aus Ausgleich das andere noch mit dran. So, und dann gucken wir mal, was sich jetzt beim Start verändert. Das möchte ich nochmal kurz mit euch durchgehen. Save nochmal und Launch. Vielleicht können wir MeshJab doch benutzen. Also das ist ein Add-on, um wir können es benutzen. Genial.
Okay, ah, das muss ich mir nochmal durchlesen und angucken. Das würde ich euch im nächsten Video zeigen. Ich glaube, das ist schon eins der Dinge, was wir brauchen. Oder wir gucken jetzt zumindest erstmal gemeinsam noch ganz schnell durch. Vielleicht können wir hier gemeinsam schon mal ein bisschen was rausfinden. Zumal, ja, ein paar Minuten haben wir noch. Sind schon bei 30 Minuten, aber ich mache auch gleich die Folge erstmal zu Ende und dann gucken wir uns morgen das natürlich dann noch weiter an. Ich suche hier vor allem eigentlich eins. Das ist es nicht. Delta VSTATS auch nicht. Orbit Info, nee, auch nicht. Surface Info, auch nicht. Fessel Info, auch nicht. Das ist es auch nicht. Schon Nevbel Ascent Path Guide. Ist es das? The Purple Circle on the Nevbel Points along the. Aha, was auch immer du mir damit sagen kann, willst, mein Englisch ist zu schlecht dafür. Stop Showing Nevbel. Okay. Schon Nevbel? Ah, hier unten. Okay. Okay, nee, das ist aber nicht das, was ich suche. Das ist es, jawohl. Das war es, was ich suche. So, jetzt könnten wir. Kommt, das testen wir noch schnell. Jetzt könnten wir nämlich hier einstellen, okay, in welcher Höhe er automatisch umschwenken soll. Also, wenn wir es zum Beispiel so wie wir es vorhin auch gemacht hatten, sagen jetzt 20 Kilometer, Turn End Altitude 70 Kilometer, kann man das noch irgendwo verändern auf 80? Okay, was kann ich hier noch verändern? Plus 10? Ne, bringt jetzt nichts, was die Höhe angeht. Wo sage ich dem denn, dass der auf 80 hochgehen soll? Ja, angenommen, wir sind bei 70. Jetzt finde ich noch raus bis zur nächsten Folge. Dann können wir dem jetzt irgendwie sagen, Engage Autopilot und dann macht er los. Oder auch nicht. Disengage Autopilot, okay. Was muss denn noch sein? Corrective Steering Autos. Autostage muss, glaube ich, noch mit rein. Und jetzt? Auch nicht. Stop at Stage Zero. Ja, das ist ja in Ordnung. Delays Pre 0,5 Second. Auto Warp, Auto Deploy Solar Panels. Nee. Limit Angle. Engage Autopilot, wie so gemacht. Ja, das finde ich noch raus. Jungs, ich mache erstmal Schluss für diese Folge. Ich zeige euch, würde euch das nächste Folge mal vorstellen, wie das mit Meshup funktioniert und so weiter und so fort. Ich werde das gleich mal noch ein bisschen testen. Für heute haben wir es aber, wie gesagt, erstmal geschafft. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Nachmittag. Haut rein und wir sehen uns eventuell morgen oder übermorgen oder übermorgen wieder. Je nachdem, wann die nächste Folge von Kerbal Space Program rauskommt. Haut erstmal rein. Ciao, ciao.